an alle Disney-Fans und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Februar-Haul. Ja, ich war wieder einkaufen im Monat Februar. Da ich aber nur den halben Monat Februar da war, weil ich einen halben Monat im Urlaub war, habe ich nicht ganz so viel eingekauft. Deswegen ist es so eine Art XS-Haul. Aber trotzdem möchte ich euch nicht vorenthalten, was ich gekauft habe von Disney. Und ich würde sagen, wir legen jetzt mal los. Ja, ich bin auf den Funko Pop-Trip gekommen. Ich habe ja schon auf Instagram ganz viele Fotos gesehen von unterschiedlichen Disney Funko Pop Figuren. Und ja, ich habe mich jetzt in die erste Mal verliebt im Monat Februar. Ich habe jetzt mittlerweile schon mehr gekauft, aber das zeige ich euch dann im März-Haul, weil ich das jetzt erst im März gekauft habe. Aber ich zeige euch jetzt meine erste Funko Pop Figur, meine erste Ausbeute, und das ist sie. Genau, es ist Jasmin und Aladdin auf dem fliegenden Teppich, wie in dem Song A Whole New World. Sie fliegen einfach durch die Lüfte und mit dem kleinen See, mit den Rosen, wie heißen die? Seerosen, Seerosenblättern, Blüten. Jasmin fasst hier so an. Es ist wirklich eine sehr, sehr süße Figur, wie ich finde. Und es zeigt eigentlich die beste Szene aus Aladdin. Genau, und da ist dieses Jahr auch die Realverfilmung kommt, freut es mich sehr, dass ich diese Figur habe. Habe auch schon ein Foto auf Instagram da gepostet, verlinke euch, ja, meinen Namen schreibe ich euch mal jetzt hier in die Ecke. Da könnt ihr auch mal schauen, wie das auf einem Foto aussieht. Ist wirklich ein sehr schönes Foto geworden, ja. Ich weiß gar nicht mehr, was diese Figur gekostet hat. So, die Funko Pop Figuren kosten ja generell so zwischen 13 und 20 Euro, kommt drauf an. Ich glaube, die war ein bisschen teurer, weil sie auch größer ist. Wie ihr seht, meine Hand kann ich gerade so halten mit einer Hand. Ich glaube, die war so um die 30 Euro. Ich zeige es euch auch jetzt mal vom Namen. So, jetzt seht ihr hier Jasmin und Aladdin auf dem Teppich. Jasmin hält ihre Hand ins Wasser. Ich zeige es aber von hinten. Genau, so sieht das dann aus. Also wirklich sehr detailgetreu. Ich habe auch was bei Shop Disney gekauft im Februar, wie immer eigentlich. Jeden Monat ist irgendwas von Shop Disney dabei. Und zwar eine Jacke und ein Kleid. Das Kleid habe ich auf die Schnelle jetzt irgendwie nicht gefunden. Ich hatte es mit dem Urlaub, aber keine Ahnung, wo es jetzt verschollen ist. Ich werde euch jetzt ein Bild von diesem Kleid aus dem Urlaub einblenden. Ja. Ihr habt das Bild jetzt gerade gesehen, es ist einfach ein schwarz gepunktetes Kleid, aber einige Punkte sind Mickey-Köpfe und das finde ich so toll an diesem Kleid. Wenn man von Weitem drauf guckt, sieht man gar nicht, dass es Mickey-Köpfe sind. Und ja, ich finde es einfach cool, es ist kurzärmlich, es ist bis zu knielang circa und ja, ich wollte es einfach haben. Und das hat, glaube ich, 35 Euro gekostet, mittlerweile ist es aber im Sale auf shopdisney.de. Wo ich mich ein bisschen darüber ärgere, dass ich es nicht später gekauft habe. Aber es ist dann immer so. Erstmal hat man Angst, dass man nicht bekommt, wenn man es dann direkt kauft, man zieht. Aber wenn es dann später im Sale ist, dann ärgert man sich, dass man nicht gewartet hat. Aber was soll ich machen? Ja, also schaut bei Shop Disney vorbei. Ich versuche euch den Link noch unten in die Infobox zu packen. Und ja, hoffe, dass ihr dann auch ein schönes Kleid abgreifen könnt oder was anderes. So, und die zweite Sache, die ich bei Shop Disney gekauft habe letzten Monat, die Jacke gibt es, glaube ich, nicht mehr. Deswegen, wie gesagt, es ist halt einfach wie so Gamblen, also wie so Glücksspiel. Entweder man hat Glück und wenn man wartet bis zum Sale, oder man hat halt kein Glück und es ist weg. So, diese Jacke ist eine rosa Jeansjacke von vorne, ganz normal. Es ist ein bisschen größer geschnitten, ein bisschen oversized, und hinten schaut euch diese coole Mini-Figur an. Also oben steht Mini. Und ich zeige euch das jetzt vom Namen. Das war die Funko Pop Figur. Ups. Aladdin und Jasmin haben einen Abgang gemacht. So, ich zeige euch jetzt den Rücken vom Namen. Die Jeansjacke von hinten aus. Wie ihr seht, Minnie Maus als Matrose. Mit einem kleinen Matrosenhut. Und steht ganz cool da. Und ich weiß gar nicht, was da unten noch steht. Yo-ho steht da unten noch. Also wirklich total süß. Und da ich ja im September eine Disney-Kreuzfahrt mache, passt die perfekt. Ich weiß gar nicht mehr, ach doch, hier steht es noch, was sie gekostet hat. Oh Gott, darf man das so laut sagen? Ich wusste gar nicht, dass sie so teuer war. Oder hatte ich noch einen Rabattcode? Auf jeden Fall, hier steht, dass ich 85 Euro hingeblättert habe.
Ups. Ja. Vergessen wir den Preis. Sie ist auf jeden Fall wunderschön. Und ja, ich freue mich, sie jetzt tragen zu können, wenn es ein bisschen wärmer wird, weil im Moment ist es noch ein bisschen kalt draußen. Aber ja, total, total schön. Ich liebe halt dieses, wenn hinten irgendwas Großes drauf ist und vorne ganz normal. Und ja, dann, ich muss mich mal bückeln, gab es bei TK Maxx, aber nur in England. Also wenn mich jemand von TK Maxx zusehen sollte, ein Mitarbeiter, warum habt ihr die nicht in Deutschland ausgebracht? Und zwar, es ist eine Red Nose Day Kollektion, weil gestern, also am 14. März, war. Ah ne, gestern war der 15. März. Sorry. Ach, oh, bin schon ganz verwirrt. 15. März ist Red Nose Day, ist Red Nose Day in England und die haben eine Disney Red Nose Day Kollektion rausgebracht bei TK Maxx. Leider nicht in Deutschland, aber da ich in einem internationalen Unternehmen arbeite und meine Mitarbeiterin, die bei mir im Büro sitzt, eigentlich in England wohnt, darf ich immer was in England bestellen und an ihre Adresse schicken. Und sie bringt es mir dann aus England mit. Und zwar habe ich mir eine Sache aus der Red Nose Day Kollektion gekauft. Es ist dieses IA-Shirt. Moment sind ja Streifen total in. Und ich habe mir in meinem letzten Haul, ich verlinke euch den auch nochmal, habe ich ja schon sau viele Sachen mit Streifen und Mickey gekauft. Und jetzt IA mit dem Red Nose Day Logo. Das seht ihr hier unten. Ja, hinten ist es einfach nur gestreift. Es ist einfach total süß und es hat, glaube ich, nur 15 Pfund gekostet. Und davon gingen, glaube ich, sogar 5 oder 6 Pfund an gute Zwecke. Also man hat sogar noch was Gutes getan mit diesem T-Shirt. Und ja, ich finde es einfach total, total süß. Und dann kann meine Mitarbeiterin, die mir immer alle meine Sachen mitbringt, ich habe mir jetzt schon wieder was bestellt, das zeige ich euch dann in meinem Metz-Haul. Von der Spectrum Collection. Könnt ihr schon gespannt sein. Ich freue mich so. Ich habe es noch nicht bekommen. Aber ja, naja. Dann hatte ja auch About You eine Disney-Kollektion rausgebracht letzten Monat mit der Tochter von der Ochsenknecht. Ich weiß jetzt gerade nicht ihren Namen. Sorry. Aber ja, die haben auch eine Disney-Kollektion rausgebracht. Ich habe mir nur einen Teil daraus gekauft. Und zwar dieses Sweatshirt-Kleid, was im Prinzip auch sehr schlicht gehalten ist, was Disney angeht. Also hier an der Seite steht nur Love und da ist es halt Minis Kopf drauf. Ansonsten ist es wirklich schwarz und an den die Bündchen sind halt schwarz-rot gestreift. Und ich hatte zum Glück einen 20% Rabattcode bei About You. Und dann hat es, glaube ich, im Endeffekt nur 35 Euro gekostet. Also richtiger Schnapper, sonst glaube ich war es 50 Euro. Macht das Sinn? Nein, das sind keine 20%. Aber auf jeden Fall, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe nur 35 oder 40 Euro dafür jetzt eine bezahlt. Ich glaube, 40 Euro waren es dann doch mit 20%. Ja, nee, gar nicht. Wir sollten das Kopfrechnen lieber sein lassen in diesem Video. ja, aber ich finde es total schön. Hier an der Seite steht noch the True Original. Und ja, ansonsten ist es schwarz. Es gab noch mehr Sachen von About You, von der Disney-Kollektion, aber die waren mir alle irgendwie so sportlich, so, ja, so Sweatshirts oder halt so Kapuzenpullover. Davon habe ich schon so viele. Und im Alltag kann ich jetzt auch zum Beispiel auf die Arbeit nicht so viele Kapuzenpullover anziehen, außer freitags. Und deswegen habe ich mir nur das Kleid gegönnt von About You. Ja, dann zu meinen letzten zwei Teilen. Zara hat ja mittlerweile im Moment eine sehr große Disney-Kollektion. Ich habe mir was im Februar gekauft, jetzt auch schon wieder was im März. Das zeige ich euch, wie gesagt, in meinem nächsten Haul. Und ja, von Zara habe ich mir Schuhe gekauft erstmal. Und zwar Flipflops und Boots. Die Flipflops sehen schon ein bisschen ramponiert aus, weil ich sie jetzt im Urlaub mit dabei hatte. Also nicht wundern. Ja, das sind diese Minimaus-Flipflops. Mit rot-weiß gepunktet und dann hier der Minikopf. Und ihr seht, ich habe sie ganz fleißig getragen im Urlaub. Und auch schon Fotos gepostet auf Instagram mit denen. Und ja, die haben 10 Euro gekostet. Also ist ganz okay. Sind jetzt keine qualitativ hochwertigen Flipflops. Aber für den Strand oder mal so zum Pool zu gehen, sind sie ganz hübsch. Und ja, es hat diesen Disney-Flavor. Und als zweites, die habe ich auch schon auf Instagram gezeigt, sind die Boots von Zara. Die waren auch nicht so teuer. Die haben, glaube ich, 35 Euro gekostet. Für Schuhe völlig in Ordnung. Also von weitem sehen die so aus. Man sieht gar nicht, dass es wirklich
Disney ist, schwarze Boots und ich zeige euch die jetzt von Namen, die Details von Mickey. So, wie ihr schon sehen könnt, ich zeige euch das jetzt auf einem Schuh, an der Seite ist ein Mickey-Kopf, sehr schlicht in Glitzer. Hinten steht Mickey Mouse. Hier ist nichts und hier vorne haben wir nochmal ein Mickey-Kopf. Genau. Also sehr schlicht gehalten für Disney wieder. Ich mag das ja, wenn das dir nicht ins Gesicht springt. Wie gesagt, sehr gut für den Alltag diese Schuhe und die kann ich sogar auf die Arbeit anziehen, weil ja, es nicht so, der Disney nicht so ins Gesicht springt. Nur wenn man genauer hinschaut. Ja, das war mein Februar-Haul. Das war alles, was ich im Februar gekauft habe. Wie gesagt, nicht ganz so viel. Aber ich will trotzdem alles mit euch teilen. Und wenn ihr Fragen habt zu irgendwelchen Produkten oder irgendwelche Links braucht oder sonstige Fragen an mich habt, dann schreibt mir doch gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich auch über einen Daumen nach oben freuen und ein Abonnement, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten sehen wir uns in meinem nächsten Haul wieder. Ich war auch schon wieder, ich könnte euch freuen, ich war bei Primark einkaufen und wie gesagt Spectrum Collection, Zara, H&M, also schon einiges dabei. Wir haben ja schon Mitte März, deswegen ja, was noch kommt, weiß ich nicht. Das ist bei mir immer so spontan. Ansonsten, ja, freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und ja, ciao!